Frau Synode, wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen, zunächst hören, ja, und miteinander nachdenken. Unsere Gesellschaft ist in Unruhe, wer wüsste das nicht? Konfliktträchtige Themen, ja, harte Positionierungen prägen den Diskurs unserer Zeit, den Diskurs in Gesellschaft und Kirche. Wir sind davon berührt als evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Klare Positionierungen der Landeskirche werden erwartet. Wenn sie dann kommen, werden sie natürlich diskutiert, das wollen wir auch. Sie werden auch kritisiert, abgelehnt und der Diskurs dazu ist gut. Dazu sind wir da in dieser demokratischen Gesellschaft, dass wir vernehmbar unsere Position einbringen. Was ist unsere Position? Unsere Kirchenverfassung der EKM gibt uns im zweiten Artikel einen klaren Rahmen vor für unsere Positionierung im laufenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungsprozess. Dort heißt es im zweiten Artikel, gebunden an den Herrn der Kirche, nimmt sich die EKM und alle ihre Untergliederungen der Not der Menschen an und tritt für Nächstenliebe ein. Aus der besonderen geschichtlichen Verantwortung heraus fördert sie das christlich-jüdische Gespräch. Sie erinnert an die Mitschuld der Kirche, an der Ausgrenzung und Vernichtung jüdischen Lebens, setzt es für die Versöhnung mit dem jüdischen Volk ein und tritt jeder Form von Antisemitismus und Antijudaismus entgegen. Sie tritt für die Wahrung der Menschenwürde, die Achtung der Menschenrechte und für ein von Gleichberechtigung bestimmtes Zusammenleben der Menschen ein. Sie wendet sich gegen alle Formen von Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit. Diese Sätze sind Ausdruck eines hohen Selbstanspruches. Und es ist für viele von uns selbstverständlich, dass wir diesem Anspruch auch genügen. Wie sehen Sie das, liebe Synodale? Ich selbst bin durchaus der Meinung, dass wir als Kirche hier nicht nur einen Anspruch vor uns hertragen, sondern ihn auch zu leben versuchen. Ja, ich meine, wir versuchen es. Unser Versuch ist aber darauf angewiesen, dass wir uns in diesem Selbstanspruch kritisch begleiten lassen und auch in Frage stellen lassen. Sind wir tatsächlich so klar, dass Anspruch und Wirklichkeit zusammenfallen? Ist Gleichberechtigung bei uns selbstverständlicher Alltag? Widerstehen wir allen Formen des Rassismus und Klassismus? Um dies zu prüfen, brauchen wir Menschen, die uns kritisch den Spiegel vorhalten und kritisch fragen. Wir brauchen die aktive Beteiligung derer, die bei uns in der evangelischen Kirche Lehrstellen, die kann man jetzt mit EE oder EH lesen, ist ganz egal, und unerfüllter Ansprüche auf die entdecken mit uns und uns auf sie aufmerksam machen. Ja, es ist gut und richtig, dass wir uns für eine von Rassismus befreite und von Gleichberechtigung geprägte Gesellschaft einsetzen. Das ist unser Auftrag. Dazu ist es wichtig, dass wir aber auch auf uns selbst blicken. Wie sieht es bei uns mit diesen Fragen aus? Denn eine Landeskirche wie wir, die sich aktiv in unterschiedlichen Formen für eine gerechte und durch die Einhaltung der Menschenrechte geprägte Gesellschaft und Welt einsetzt, kommt nicht drum herum, sich selbst den Spiegel vorhalten zu lassen. Hier wollen wir ins Gespräch kommen und wie dies geschieht, werden Sie gleich erfahren. Liebe Synodale, wie ist Jesus eigentlich weiß geworden? Haben Sie sich das jemals gefragt? Und wenn, wie alt waren Sie da? Mir hat sich diese Frage nicht so gestellt. Aber ich würde sagen, mit vielleicht 12 Jahren, also relativ spät, habe ich bewusst registriert, dass in allen für mich wahrnehmbaren Darstellungen Jesus ein weiser Mann war. Ein weiser Mann war. Ja, immer mit langen Haaren, aber oftmals eben auch blond. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mich darüber gewundert habe. Aber ich habe es als gegeben hingenommen.
Irgendwann später habe ich mir dann Erklärungsversuche zurechtgelegt, auch weit über mein Theologiestudium hinaus, wo das kein Thema war. Dass das etwas mit Rassismus zu tun hat, konkreter mit Kirche und Rassismus, darüber denke ich tatsächlich noch gar nicht so lange nach. In diesem Zusammenhang war das Buch von Sarah Wetschera, Wie ist Jesus weiß geworden, für mich eine echte Entdeckung. Diese Frühjahrssynode wurde mit dem Schwerpunktthema Rassismus angekündigt. Nein, wir werden dieses Thema nicht mit einer Tagung abhandeln können und schon gar nicht heute zu fortgeschrittener Zeit in 2 Stunden. Wir werden jeder Einzelne und als Landeskirche Zeit brauchen, um gemeinsam zu lernen, was Rassismus bedeutet, was Rassismus für uns als Kirche bedeutet und um bestenfalls Rassismus zu verlernen. Dazu wird es jetzt keine Plenarsitzung geben, sondern Sie sind eingeladen zu einer Lesung aus eben diesem Buch von Sarah Wetschera, Wie ist Jesus weiß geworden? Und vielleicht können Sie sich ja jetzt innerlich in die Stimmung versetzen, in der Sie wären, wenn Sie zu einer Lesung gegangen wären und jetzt aufmerksam erwarten würden, was kommt. 4 Synodale werden Abschnitte aus diesem Buch unter verschiedenen Themen vorlesen und uns an den Erfahrungen von Sarah Wetschera teilhaben lassen, was ihr Traum von einer Kirche ohne Rassismus ist und wie schwer das für sie ist. Mit dem Gehörten sind sie dann eingeladen, in kleine Gruppen zu gehen und noch eine Zeit, wo das gut für sie ist, für uns alle ist, über das Gehörte nachzudenken. Und ja, nach diesem Start heute Abend werden wir überlegen müssen, wie der weitere Weg aussehen kann. Die AG Kirche und Rechtsextremismus, die diesen Abend mit vorbereitet hat, überlegt zum Beispiel, einen Werkstatttag EKM-weit anzubieten mit Referaten und Workshops. Aber das, was es braucht, das Tempo und wohin wir gehen wollen, das bestimmen wir letztendlich gemeinsam. Und darum freue ich mich jetzt auf den Auftakt und bitte die Vorlesenden mit nach vorne. Wie man das zu einer Lesung so macht, eine ganz kurze Vorstellung derjenigen, die gleich lesen werden. Das ist zuerst Helge Jorissen, Student für BWL auf Master aus Jena. Als zweites liest Bettina Schlauraff, Regionalbischöfin aus Magdeburg. Als drittes Laura Sophia Wisch, sie ist heute Mittag eingesprungen für eine erkrankte Synodale. Sie ist beim Kinder- und Jugendpfarramt Referentin für Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt für Social Media. Und den Abschluss bildet Micha Hoffmann, Leiter des Kreiskirchenamtes in Mühlhausen. Als erstes wirft Helge Jochessen für uns einen Blick in das Familienalbum von Sarah Wetschera und lässt sie sich damit selbst vorstellen. Ich kannte in meiner... Moment. Gut zu hören? Okay. Ich kannte in meiner Kindheit weder das Wort Privileg noch das Wort Rassismus. Gefühle für diese Wörter hatte ich jedoch, seit ich mich zurückerinnern kann. Das fing bei dem Poster an, das ich in dem Friseursalon bei uns im Viertel hing. Eine blonde Frau mit einem Bobhaarschnitt. Ich habe sie bis heute vor Augen, weil ich mir während meiner gesamten Kindheit wünschte, genauso auszusehen. Meine damalige beste Freundin war blond und sah in meinen Augen aus wie Barbie. Mir gab man von klein auf das Kompliment Monchichi mit auf den Weg, obwohl ich auch gern mal die Barbie gewesen wäre. In den Fußnoten ist der Monchichi erklärt, das ist eine affenähnliche kleine Puppe. Ja, tut mir leid. Das ist ich wurde mit einem
Tier gleichgesetzt und nicht mit einem Topmodel mit viel zu langen Beinen. Als kleine Kinder bekamen die Frage gestellt, wie alt wir seien und ob wir schon in den Kindergarten gingen. Ich wurde zusätzlich gefragt, woher ich käme. Und ich hatte schnell raus, dass die richtige Antwort die Herkunft meines Vaters war. Auf den ersten Blick mag dieser Alltagsrassismus harmlos wirken, aber begleitet mich mein Leben lang, kommt daher unter dem Deckmantel der Nächstenliebe, suggeriert mir, anders oder besonders zu sein und hängt mit der historischen gewachsenen Erfindung von Menschenrassen und dadurch mit einem strukturellen, verankerten System zusammen, auf das wir noch ausführlich zu sprechen kommen. Neben diesem Deckmantel der Nächstenliebe habe ich von klein auf aber auch echte Liebe und viel Wertschätzung erfahren dürfen. Ich habe als Kind und Jugendliche das Gefühl vermittelt bekommen, dass es schön ist, dass ich auf der Welt bin und dass ich Gaben und Talente habe. Dieses Gefühl bekam ich von ChristInnen, Gott, meiner Familie und am allermeisten von meinen Großeltern vermittelt. Für mich stand immer fest, dass ich von Gott geliebt und wunderbar geschaffen bin. Das ist bis heute ein Grundstein für mein Selbstbewusstsein. Wie ich aber eben schon andeutete, habe ich nicht nur Rassismus erfahren, sondern ihn auch reproduziert. Ich bin schließlich auch Teil des Systems. Am deutlichsten vor Augen geführt wurde mir das, als ich nach dem Abitur für ein Jahr nach Tansania ging. Ich hatte sämtliche Stereotype und Vorurteile im Gepäck und flog mit Intention zu helfen in den globalen Süden. Ich war die Art Freiwillige, die wir heute bei der Vereinten Evangelischen Mission nicht mehr so unvorbereitet zu solch einem Einsatz ausreisen lassen würden. Als ich vor Ort merkte, dass ich keine Hilfe, sondern eben eine Praktikantin war, hat mich dies in eine richtige Krise gestürzt. Mein eurozentrischer Blick auf diese Welt fing langsam an zu bröckeln und das tat richtig weh. Zudem hatte ich eine ghanische, pentekostale Gemeinde im Kopf, eine Pfingstgemeinde, wenn ich an afrikanische Kirchen dachte. Ich landete aber in der evangelisch-lutherischen Kirche von Tansania und die war damals alles andere als die laute und lebendige Gemeinschaft, die ich mir vorgestellt hatte. Ich war enttäuscht. Zudem glaubten mir selbst die Leute in Tansania nicht, dass ich deutsch bin. Die Frage, wo kommst du wirklich, war also auch dort präsent. Meine FreundInnen nannten mich Nusu Nusu. Das ist Suaheli und bedeutet halb-halb. Früher fand ich das schön und die Intention meiner FreundInnen war ja auch, mir damit zu sagen, dass ich halb eine von ihnen war und etwas mehr dazu gehörte als die anderen Weißen hier. Hier in Deutschland würden die Menschen mich vielleicht auch gerne Nusu Nusu nennen, wenn sie das Wort kennen würden, aber die Betonung wäre eine andere und würde lauten, du bist keine von uns. Die Wechselwirkung zwischen unterschiedlichen Formen der Benachteiligung wird in meiner Biografie auch an der Frage deutlich, warum ich nicht Pfarrerin geworden bin. Lange habe ich geglaubt, dass wir alle von Gott zu etwas Konkretem berufen sind und die gleichen Chancen haben, weil Gott das schon regelt. Das habe ich auch gepredigt und das war festen Überzeugung, dass die Heilige Geistkraft wirkt und alle Hindernisse dieser Welt überwinden kann. Oft wünsche ich mir solch eine Naivität zurück. Ich glaube immer noch, dass Gott Wunder tut und Unmögliches möglich machen kann, aber ich sehe auch die großen Hürden für manche Menschen in dieser Welt und in unseren Kirchen. Bei einem Interview wurde ich gefragt, warum ich nicht Pfarrerin geworden bin. Die Frage an sich impliziert eigentlich schon, dass es verwunderlich ist, dass ich es nicht bis ganz nach oben geschafft habe, sondern nur Prädikantin geworden bin. Es wird eine Hierarchisierung in meinem Kopf eröffnet, die es eigentlich nicht ergeben sollte, die aber unausgesprochen existiert, auch außerhalb meines Kopfes. PrädikantInnen sind in meiner Landeskirche genauso ordiniert wie PfarrerInnen und dürfen dementsprechend alle gottesdienstlichen Handlungen ausführen, wie taufen, trauen, beerdigen oder Abendmahl austeilen. Ich bin als Prädikantin ordiniert und Menschen merken mir an, wie leidenschaftlich ich in Gottesdienst halte und mich aktiv in der Gemeinde engagiere. Da liegt die Frage nahe, warum bin ich also nicht Pfarrerin geworden? Auch für mich selbst. Es gibt einen Spruch, der besagt, You can only be what you can see. Du kannst nur das werden, was du siehst. Und ich sah mich einfach nicht als Pfarrerin. Ich kannte hauptsächlich männliche, weiße Pfarrer, die in perfekten, heilen Pfarrfamilien in großen Pfarrhäusern lebten. Da passte ich so überhaupt nicht rein. Ich kannte allerdings GemeindepädagogInnen, die ebenfalls keine geradlinigen Familienbiografien hatten. Mit ihnen konnte ich mich schon eher identifizieren und in der Jugendarbeit konnte ich mich ausprobieren und ehrenamtlich ein wenig in diesen Beruf hineinschnuppern. Die GemeindepädagogInnen waren zwar alle weiß, aber immerhin schienen sie zum Teil auch von Klassizismus betroffen zu sein. Also schien mir ihr Beruf eine mögliche, erstrebenswerte Alternative
und ich ging mit diesem Traum nach meinem Freiwilligenjahr in Tansania an das damalige CVJM-Kolleg nach Kassel. Der CVJM-Campus war klein, familiär und übersichtlich, kam ja aus einer ArbeiterInnenfamilie. Meine Großeltern konnten mir nichts darüber sagen, wie man sich an der Universität orientierte. Ich kannte nicht mehr Begriffe wie Kommilitonen, Mitstudierende. Das schien für mich eine andere Sprache und Welt zu sein. Das CVJM-Kolleg traute ich mir unter anderem aufgrund der Größe zu. Außerdem konnte ich mir finanziell nur ein Studium leisten, bei dem ich zu 100% sicher war, dass ich es in der Regelstudienzeit schaffen würde, damit ich bis zum Ende der BAföG durchziehen konnte. Soweit erstmal der Blick in das Familienalbum. Helge, kannst du uns eine kurze Rückmeldung geben, was dir eindrücklich gewesen ist an dem, was du gelesen hast? Was mir eindrücklich gewesen ist, ist der Spruch, you can only be what you can see. Und wenn man sich das dann anhört und die ganzen Ausschnitte auch dazwischen liest, was das vielleicht für einen Menschen bedeuten mag oder Folgen haben mag, für Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft und ihres Aussehens Fähigkeiten, Möglichkeiten und Wege abgesprochen werden oder bekommen, sei es direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst. Und was zusätzlich zu dem, was die Person dann erfährt, hinzukommt mit dem Mangel an Vorbildern, was das in den Personen auslöst. Danke. Zur Biografie von Sarah Wetschera möchte ich gerne ergänzen. Ja, sie ist keine Gemeindepfarrerin geworden. Aber vielleicht haben Sie sie schon einmal gesehen, denn sie hat den Eröffnungsgottesdienst des Kirchentages in Frankfurt gehalten. Sie hat dann noch Theologie, Religions- und Sozialpädagogik studiert und ist heute stellvertretende Leiterin der Abteilung Deutschland der Vereinten Evangelischen Mission und dort Bildungsreferentin mit dem Schwerpunkt Rassismus und Kirche und in dieser Stelle nach ihren Aussagen sehr glücklich. Das hat auch noch einmal ihren Blick auf ihre, auf unsere Kirche und deren Umgang mit Rassismus geschärft. Ja, warum müssen wir uns denn nun eigentlich mit Rassismus beschäftigen? Dazu wird Bettina Schlauraff lesen. Und ich möchte noch herzlich ergänzen, dass Sarah Wetschera weiß, dass wir heute Abend aus ihrem Buch lesen und sich unheimlich darüber freut, dass sich eine ganze Synode damit befasst und sie lässt uns sehr herzlich grüßen. Vielleicht guckt sie ja sogar zu, sie weiß, dass es einen Livestream gibt. Also, das ist ihr wichtig, dass genau diese Idee weitergeht. Erster Abschnitt. Kirche als Safe Space, also sicherer Ort. Seit meiner Kindheit wurde mir in der Kirche das Gefühl vermittelt, dass Kirche ein geschützter und besserer Raum sei als die Welt da draußen. Dazu habe ich später als Ehren- und Hauptamtliche selbst beigetragen. Und in gewisser Hinsicht war es gut für mich und für viele andere, dieses Gefühl vermittelt zu bekommen und solch einen Ort in gewisser Weise auch zu schaffen. Bereits vor den in den letzten Jahren aufgedeckten Skandalen um sexuelle und spirituelle Gewalt in den Kirchen befragte der Autor Sami Omar das Ideal des geschützten Raums mit Blick auf People of Color. Und es leuchtete mir sofort ein. Sind Kirche und Jugendarbeit nicht höchstens für heteronormative weiße Mittelschichtsmenschen ein Safe Space, ein sicherer Ort? Denn heterosexuell, weiß und einigermaßen wohlhabend zu sein, wurde bei aller verbalen Wertschätzung von Diversität doch irgendwie als Norm vorausgesetzt. Deutlich wurde das zum Beispiel, wenn sich jemand als homosexuell outete, Ehebruch beging oder jemand Übergriffe offen ansprach. Dann waren diese Menschen plötzlich doch nicht mehr so willkommen wie vorher. Sie wurden zu Gebetsanliegen, Sünderinnen und Störenfrieden. Die Illusion oder besser gesagt der tiefe Wunsch nach hier sind alle willkommen und gleichwertig beinhaltet nämlich den Trugschluss, wir sind hier nur ein Safe Space, solange wir alle derselben Meinung sind. Und unsere weiße, heteronormative, eurozentrische Mittelschichtsperspektive auf diese Welt als die Norm wahrnehmen. Sobald jemand aufgrund irgendeiner Form von Diskriminierung eine andere Lebenswirklichkeit hat, die andere nicht nachvollziehen können oder sogar von sich weisen, wird es problematisch. Dann gilt es, was schon immer so gewesen ist. Neue Ansichten zu entwickeln ist schwierig und daher nicht immer willkommen. Und Menschen müssen sich Akzeptanz erkämpfen.
Die LGBTQI und die Frauenbewegung haben sich viel erkämpft, um einen hohen Preis. Die Kämpfe um Gleichberechtigung wurden häufig auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen und bis heute haben wir immer noch nicht alle gleiche Chancen in der Kirche. Bei der Überwindung von Rassismus stehen wir noch ganz am Anfang. Wir sind noch in der Phase, in der wir individuellen Rassismus viel zu oft leugnen. Es tut besonders weh, wenn mir ein Safe Space versprochen wird und ich dann bemerken muss, dass ich hier doch nicht so safe bin. Es ist besonders enttäuschend, wenn ich den Mut aufbringe, meine Erfahrungen anzusprechen und sie daraufhin verleugnet und kleingeredet werden oder gar ein Verteidigungsangriff erfolgt. So erging es mir mit meinem, in Anführungsstrichen, Migrationshintergrund. Ich hörte, wir sind alle gleich und willkommen. Ich wusste, das war gut gemeint und gleichzeitig sah ich keine Möglichkeit, mein Unwohlsein zum Ausdruck zu bringen. Folgendes weiteres Beispiel dazu. Ein schwarzer deutscher Junge fährt ins Ferienlager. Ein langjähriger Mitarbeiter hält eine Andacht und will beschreiben, dass alle Menschen von Gott gleich geliebt sind. Um das zu verdeutlichen, nennt er marginalisierte Menschen, spricht von Fremden und schaut dabei den Jungen an. Er meint es nicht böse, ganz im Gegenteil. Seine Aussage war ja, dass Gott alle Menschen liebt. Den schwarzen Jungen beschäftigt das die ganze Freizeit über. Er traut sich aber nicht, das Erlebte anzusprechen. Zu Hause vertraut er sich seiner Mutter an. Diese ruft den Pfarrer an und spricht von Rassismus. Sobald der Pfarrer das Wort Rassismus hört, regt er sich fürchterlich darüber auf, wie die Mutter es wagen könne, seinem jahrelangen, treuen Mitarbeiter Rassismus zu unterstellen. Was ist da eigentlich schiefgelaufen? Der Junge ist deutsch und wird doch zum Fremden gemacht. Und zwar in der Kirche, deren Botschaft, alle sind hier willkommen und gleich, auch das Motto der Andacht ist. Der Junge traut sich nicht, seine Gefühle im Safe Space anzusprechen. Vielleicht hat er nicht mal Worte für sein Unwohlsein, wie ich für meinen Migrationshintergrund. Aber er hat ein Seelsorgebedürfnis und keine Möglichkeit, es nach außen zu äußern. Die Mutter hat sicherlich auch ein Seelsorgebedürfnis. Schließlich wendet sie sich an den Pfarrer, weil sie sich Sorgen um ihr Kind macht. Der Pfarrer assoziiert mit Rassismus vermutlich ausschließlich Menschen, die mit böser Absicht handeln. Oder gar den kahlrasierten Nazi in Springerstiefeln. Und selbstverständlich ist sein Mitarbeiter davon weit entfernt. Daher ist der Pfarrer entsetzt über die vermeintlich ungerechtfertigten Vorwürfe. In seiner Empörung und Verteidigungshaltung hat er, obwohl er professioneller Seelsorger ist, das Seelsorgebedürfnis der Mutter überhaupt nicht im Blick. Und das alles spielt sich ab im vermeintlichen Safe Space Kirche. Nun ist es leicht, den Pfarrer für dieses Verhalten zu kritisieren, aber seine Verteidigungshaltung kennen, glaube ich, viele von uns, wenn wir ehrlich sind. Wir wollen doch, dass es in der Kirche harmonisch ist, weil wir glauben, dass es hier besser zugeht als da draußen. In manchen Punkten stimmt das übrigens auch. Ich glaube an die Kirche und ich liebe sie und ich stehe jeden Morgen auf, um sie aktiv mitzugestalten und zu verändern. Es ist aber gefährlich, einen Safe Space zu behaupten, wo keiner ist, in dem doch Verletzungen und Gewalt auftreten. Die Hemmschwelle, darüber zu sprechen, ist in diesem Kontext noch größer. Es wird schwieriger, Diskriminierung, Gewalt und Ausgrenzung zu entlarven und zu verhindern. Menschen sind selbstverständlich gleichwertig vor Gott, aber nicht gleich in der Welt, auch leider nicht gleich willkommen. Wunsch und Realität stimmen noch nicht überein. Zweiter Abschnitt. Wie kann es dazu kommen, dass wir nicht die gesamte gesellschaftliche Breite der Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde wiederfinden? Wo sind denn die, die am Rande der Gesellschaft stehen? Wenn ich im Ruhrgebiet durch die Innenstadt gehe, sehe ich dort nur wenige Menschen, die ich normalerweise auch in der Kirche antreffe. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung haben 1/4 aller Erwachsenen und 40,4% aller Kinder unter 5 Jahren eine Migrationsgeschichte.
Diese Menschen sind nicht alle schwarz und ich mag das Wort Migrationsgeschichte nicht, aber 40,4% drückt für mich zumindest aus, dass eine hohe Anzahl an Kindern heranwächst, die unsere Kirche als Zielgruppe offensichtlich nicht im Blick hat. Dabei bezeichnen sich die beiden großen Kirchen in Deutschland als Volkskirchen und sind nach dem Staat die größten Arbeitgeberinnen in Deutschland. Wir reden zwar viel über das schrumpfende Mitgliedszahlen und die Angst davor, dass Kirche irrelevant werden könnte. Sie hat aber einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft und trägt damit auch große Verantwortung. Wir halten dennoch ein Konzept von Deutschsein in unserem Land und unseren Gemeinden aufrecht, das einen Großteil der Deutschen überhaupt nicht in den Blick nimmt, sondern ausklammert. Das lese ich nochmal. Wir halten dennoch ein Konzept von Deutschsein in unserem Land und unseren Gemeinden aufrecht, das einen Großteil der Deutschen überhaupt nicht in den Blick nimmt, sondern ausklammert. Bleiben wir also mal bei dieser Diskrepanz zwischen dem Schlag Menschen, die uns in Kirche begegnen, und denen, die wir auf der Straße sehen. Diversität finden wir nämlich so schön in der Kirche. Mit Rassismus hingegen beschäftigen wir uns ungern, zumindest als internem Problem. Das ist unbequem und anstrengend. Das eine geht nur leider ohne das andere nicht. Und ich glaube, dass wir deshalb so wenige Menschen von der Straße in der Kirche antreffen. Oder wo siehst du Menschen of Color in der Kirche? Schau dich mal um in deiner Gemeinde, in ihren Publikationen oder in der Leitung. Wir müssen uns mit unserem Rassismus in der Geschichte, in unserer eigenen Tradition, der Institution Kirche und unserem Weißsein kritisch auseinandersetzen. Nur so können wir wirklich die gesellschaftliche Vielfalt erreichen. Daher sollten wir diese Auseinandersetzung auch als Chance sehen und nicht als Belastung oder als etwas Schweres. Ich will dich in diesem Buch nicht beschuldigen, denn darum geht es gar nicht. Ich will dich ermutigen, Verantwortung zu übernehmen für dich, diese Gesellschaft und eine Kirche, die gute Voraussetzungen und Strukturen bietet, um die Kirche zu werden, wie sie ursprünglich gedacht war. Wir müssen als Kirche also verstehen, dass wir nicht nur die Guten sind, sondern beteiligt und geschichtlich verstrickt sind. Wir haben uns in der Vergangenheit und bis heute schuldig gemacht und wir müssen darüber reden. Die Black Lives Matter-Bewegungen üben Kritik an einem System, welches das Christentum geschaffen hat. Daher tragen wir auch diesbezüglich eine große Verantwortung. Und es ist normal, auf Rassismusvorwürfe verärgert zu reagieren. Wer will das schon? Es ist schwierig, alte als gut empfundene Perspektiven zu hinterfragen. Aber es ist die Chance, eine Kirche zu werden, wie sie ursprünglich gedacht war. Wir haben alle diese Sehnsucht in uns, in solch einer Gemeinschaft zu leben. Wir träumen doch von einer Kirche, die wieder neuen Aufschwung erfährt, Menschen einlädt, sich öffnet und uns staunen lässt darüber, wie vielfältig Gottes Schöpfung ist. Wir können alle viel voneinander lernen, müssen uns dazu aber auch selbst hinterfragen, unser Denken und Verhalten reflektieren, auch gut gemeintes, aber diskriminierendes ansprechen, aufdecken und proaktiv dagegen vorgehen. Und in der Tat gibt es beides in der Kirche, den wirklich gut gemeinten Rassismus, der ebenfalls Menschen ausschließt und sie zu den anderen macht, und den offensichtlichen Rassismus, der ausgrenzen will und trotzdem allzu oft nicht deutlich genug geahndet wird. Ich habe zum Beispiel von People of Color gehört, die bei einer Abendmahlsfeier den Kelch weitergegeben haben und nach ihnen niemand mehr daraus trinken wollte. Was ich an dieser Stelle sagen will, ist, dass People of Color, die so oder so Ähnliches erleben, oft nie wieder eine Kirche betreten. In den Communities schwarzer Menschen in Deutschland hat die verfasste Kirche aufgrund solcher Erfahrungen ihrer Geschichte und letztendlich auch durch ihr unhinterfragtes weißes Erscheinungsbild einen enorm schlechten Ruf. So schlecht, dass ich mich in solchen Kreisen manchmal kaum traue zu sagen, wo ich arbeite, obwohl mir dann oft mit Staunen entgegnet wird, oh, wow, ich wusste gar nicht, dass es auch POCs in der Landeskirche gibt, die sich dann auch noch gegen Rassismus engagieren. Na, das lässt ja hoffen. Frau Schlaroff, auch an Sie die Frage, was bewegt Sie an dem, was Sie gelesen haben? Wir haben schon vor
einigen Tagen diese Lesung in Halle gehalten. Und da hat mich jemand gefragt, glauben Sie denn, dass Kirche ein Safe Space ist? Ich kann diese Frage nicht mit Ja beantworten. Wir wollen jetzt auf ein anderes Thema schauen, was uns morgen im Rahmen der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung auch beschäftigen wird, nämlich die Auswirkungen der religiösen Sozialisation auf die Kirchenbindung. Sarah Wetscherer berichtet von ihren Erfahrungen, wie eng Rassismus und Sozialisation im Kleinkindalter zusammenhängen. Und zwei Beispiele wird Laura vorlesen. Mit Beginn meiner ersten Schwangerschaft begann sich mein Blick auf diese Welt noch einmal neu zu sortieren, vor allem zum Thema Rassismus und Sexismus. Als Frau wirst du wohl so oder so kaum in einer anderen Zeit mit mehr Stereotypen konfrontiert als in der Schwangerschaft und in der Mutterrolle. Als Frau of Color kommen weitere Herausforderungen und Konfrontationen auf mich zu. Zum einen war es der Rassismus, mit dem ich noch einmal in neuer Form konfrontiert war. In beiden Schwangerschaften war es Thema Nummer eins, wie dunkel die Kinder in meinem Bauch wohl werden würden. Es ging wie bei den anderen Paaren nicht einfach nur darum, wem das Kind ähnlich sieht. Hautfarbe war das Thema, weil mein Mann weiß ist und ich Person of Color bin. Seitdem zieht sich daneben all das durch, was mit mir als Mutter of Color assoziiert wird. Als ich mit unserem Kind wegen einer Erkältung beim Kinderarzt war, fragte er mich, wie viele Sprachen das Kind spreche. Wäre diese Frage in einer Untersuchung gestellt worden, in der es um Sprachentwicklung ging, wäre es vollkommen in Ordnung gewesen, aber es ging um eine verstopfte Nase. Der Kinderarzt wollte aber herausfinden, wo ich denn eigentlich herkomme. So ergaben sich auch Fragen bezüglich einer Impfung, die wir für einen Urlaub brauchten. Ach, fahren Sie die Familie besuchen? Selbst meine Tochter fand das irritierend, weil sie natürlich wusste, dass wir im Urlaub keine Familie besuchten und es komisch fand, wie der Kinderarzt auf solch eine Frage kam. Ich antwortete, ich wüsste nicht, wozu ich diese Impfung bräuchte, um meine Familie in Oberhausen zu besuchen. In der Krabbelgruppe meiner Gemeinde war ich als Mutter auch nicht geschützt vor Mutmaßungen über das Aussehen unserer Tochter. Als die anderen Mütter angesichts der vielen Haare unserer Tochter schwärmten, stellte eine Mutter fest, dass sie ja nur deshalb mehr Haare habe als die anderen Babys, weil sie ja kein reines deutsches Baby sei. Ich widersprach und sagte, dass sie sehr wohl deutsch sei, weil mein Mann und ich doch beide deutsch wären. Sie bemerkte meinen Unterton nicht und blieb dabei. Naja, ich meine, sie ist kein urdeutsches Baby. Du weißt doch ganz genau, was ich meine. Alle anderen Mütter im Raum stimmten ihr zu. Es war nur die Spitze des Eisbergs an Kommentaren von Eltern. Für mich war das der Tag, an dem ich beschloss, keine weitere Krabbelgruppe zu besuchen. Unser zweites Kind kam demnach nie in den Genuss einer Krabbelgruppe. Im kirchlichen Kindergarten konnte ich den Vorurteilen nicht so leicht aus dem Weg gehen. Also ging ich in die Offensive, um zu beweisen, wie deutsch und engagiert ich war. Schon beim Infoabend wurde mir klar, dass ich das tun müsste. Ich fragte die Leiterin des Kindergartens, ob wir unsere Tochter eventuell mitbringen dürften zum Infoabend, weil wir ein Betreuungsproblem hätten. Sie erklärte mir ausführlich, dass es in der deutschen Kultur unüblich sei, Kinder nach 19 Uhr irgendwohin mitzunehmen. Sie kenne aus anderen Kulturen, dass Kinder dort die ganze Nacht wach seien, aber hier wäre das nicht erwünscht und sollte bitte vermieden werden. Es war ein gut gemeinter Ratschlag, den sie allerdings dem weißen Elternpaar nicht gegeben hatte, das sein Kind zum Infoabend mitbrachte, während wir eine Babysitterin organisiert hatten. Dieses Erlebnis löste bis heute etwas in mir aus, macht in vielerlei Hinsicht wütend und setzt mich gleichzeitig unter Druck, es allem beweisen zu müssen. Mein weißer Mann nahm die Situation gelassen, machte keinerlei Anstalten, irgendwem irgendwas beweisen zu wollen. Das ist nur ein Beispiel von vielen, in denen mir deutlich wird, dass wir auch als Ehepaar und Eltern in der gleichen Welt leben und völlig andere Lebenswirklichkeiten haben. Zum anderen hat das Muttersein neben den Fremdwahrnehmungen in Bezug auf meine Mutterrolle weitere neue Einsichten in mir ausgelöst. Bevor ich Kinder hatte, war ich definitiv die bessere Mutter im Hinblick auf rassismuskritische und gendersensible Erziehung. Ich wusste, wie früh Sozialisation auf Kinder einwirkt. Untersuchungen zeigen, dass Kinder schon sehr früh Unterschiede feststellen und auch schnell lernen, Werturteile daran festzumachen.
So erkennen Kinder mit 2 Jahren verschiedene Hautfarben und erlernen zwischen 3 und 5 Jahren, sie mit Vorurteilen zu verknüpfen. Diese Beobachtungen zeigen mir einerseits, dass wir Rassismus bereits mit der Muttermilch aufgesogen haben, und andererseits geben sie mir eine enorme Verantwortung mit auf den Weg, meine Kinder davor zu bewahren. Ich musste allerdings auch dort lernen, dass ich das nur teilweise kann. Als unsere Tochter 3 Jahre alt war, fragte ich sie, wie sie sich Gott vorstellt. Gott war in ihrem kleinen Kopf bereits ein alter weißer Mann. Und das hatte sie definitiv nicht von mir gelernt. Oder doch? Vielleicht hatte ich auch dazu beigetragen, durch meine Sprache und die Wahl der Kinderbibeln, die sie im Schrank hatte. Zum Teil von ihren Patinnen geschenkt bekommen, die ich alle für ziemlich reflektiert halte, was Diversität im Kinderzimmer angeht. Und doch war Jesus überall weiß. So weiß wie in den Kinderbibeln ihrer evangelischen Kita. So weiß wie der Jesus, der auch in meinem Kopf manchmal noch auftaucht. Da haben wir es wieder, das strukturelle Problem. Es liegt nicht nur an mir, aber das macht es eben nicht einfacher. Das Thema ließ mich nicht los. Wenn wir in so kleinen Köpfen bereits so ein Gottesbild verfestigen, dann wird sich nie etwas wirklich ändern. Wir müssen bei den nachfolgenden Generationen anfangen, rassismuskritisch neue Bilder zu malen, eine neue Norm zu gestalten oder zumindest die alte Norm zu durchbrechen. Für mich wurde ziemlich schnell klar, wir brauchen eine neue Kinderbibel. Und als ich das mal hier und da unter KollegInnen und WeggefährtInnen äußerte, rannte ich offene Türen ein. Die Idee einer Kinderbibel, die mehr Diversität beinhaltet und sensibel für verschiedene Formen von Diskriminierung ist, fand von Anfang an große Zustimmung, weil es allen so klar war, dass sie wirklich nötig war. Bei keinem anderen Thema rund um das große Thema Rassismus sind sich ChristInnen so einig wie darüber, dass Jesus definitiv nicht weiß war und wir das falsche Bild nicht mehr länger in die Welt tragen. Das ist diese Alle Kinderbibel. Die ist also erschienen, kann erworben werden. Es ist eine zweite in Arbeit. Ich habe sie vor kurzem für meine 2 Enkel gekauft und verbinde damit die Hoffnung, dass sie neben all den unvermeidbaren Darstellungen, wie jetzt ja auch beschrieben war, da etwas anderes sehen können, was eben nicht rassistische und diskriminierende Bilder in ihnen verfestigt. Im Übrigen ist ja Jesus nicht nur weiß, sondern die Menschen in der Bibel sind auch schlank, fröhlich, gesund, es sei denn, sie sollen geheilt werden, leben in der Kleinfamilie, die Juden tragen eine Kippa, die es zur Zeit Jesu noch gar nicht gab und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich viel aufzuarbeiten. Ja, wir haben jetzt viel Problematisches gehört, vieles auch, was betroffen macht. Wenn wir es so hören aus der Erfahrung von Sarah Witsche heraus, was bleibt? Was bleibt die Hoffnung? So ist der letzte Abschnitt in dem Buch überschrieben. Was bleibt die Hoffnung? Und daraus wird Micha Hoffmann lesen. Was bleibt die Hoffnung? Veränderung bedeutet gleichzeitig auch immer einen Abschied von Vertrautem. Eine neue Welt ohne Rassismus und Unterdrückung macht Menschen auch Angst. Es nimmt uns Sicherheit, wenn etwas nicht kontrollierbar ist. Wir wissen ja nicht, was kommt. Ich kann mir eine Welt ohne Rassismus nicht mal vorstellen. Das klingt so absurd, ist aber tatsächlich so. Rassismus steckt so tief in uns drin, dass ich ja schon denke, dass Hautfarbe als Unterscheidungskriterium völlig normal sei. Ein 2-Jähriger sieht bei einer schwarzen und weißen Person noch als erstes Unterscheidungskriterium die Augenfarbe oder irgendein willkürlich gewähltes anderes Körperteil, weil er Hautfarbe als Unterscheidungskriterium erst im Alter zwischen 3 bis 5 Jahren erlernt. Das können wir Erwachsene nicht mehr. Unsere rassistische Sozialisation ist in einem Maße ausgeprägt, dass sie schwer zu dekonstruieren ist. Wie können wir uns all die erwünschten Veränderungen denken? Wie können wir uns eine neue Welt, eine Kirche ohne Rassismus ausmalen?
Wir müssen auf unserem Weg so viel erst einmal verlernen. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass Rassismus keine natürlich angeborene Reaktion auf Menschen anderer Hautfarbe ist, sondern eine Ideologie, die im Interesse von weißen Menschen geschaffen wurde. Eine Kirche ohne Rassismus liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft. Es ist aber für uns Gläubige völlig normal, an etwas zu glauben und uns für etwas einzusetzen, das außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt, oder? Gott liegt auch außerhalb meiner Vorstellungskraft. In unseren Gottesdiensten bitten wir, und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. Das Geheimnis der Auferstehung ist ein Geheimnis, auf das wir dennoch hoffen. Unser christlicher Glaube basiert darauf, ganz zu sterben, alles loszulassen, um auferstehen zu können. Niemand weiß schlussendlich, wie das Reich Gottes aussehen wird, und dennoch predigen wir es. Sogar im Bewusstsein, dass es unsere Vorstellungskraft übersteigt. Daher schließen wir unsere Predigt häufig mit den Worten, dass der Friede Gottes höher ist als unsere Vernunft. Wir versuchen trotzdem daran zu glauben und danach zu leben, individuell und als Gemeinschaft. Darüber hinaus brauchen wir Träume und Visionen, die in uns eine Sehnsucht wecken nach einer Kirche ohne Rassismus. Wir dürfen neugierig sein und Freude entwickeln für eine Kirche, in der Diversität das neue Normal ist und Gerechtigkeit und Chancengleichheit erstrebenswert sind. Wenn ich in die Bibel blicke, lese ich eine Menge Geschichten, die mich antreiben und die ich predigen kann, um eine solche Vision in den Herzen zu schüren und neugierig darauf zu machen. Gott im Exodus, Ruth und Noemi, das Pfingstwunder, die Gemeinschaft der JüngerInnen, die Frauen am Grab, die ersten Gemeinden oder die Vision einer neuen Welt. Es gibt diese Orte in der Kirche, in denen wir gute Ansätze haben und an denen Menschen engagiert sind, mit denen ich gern an solch einer Kirche bereits baue. Lasst uns auf diese Orte und Menschen konzentrieren und mit ihnen gemeinsam Kirchengeschichte neu und anders fortschreiben. Wir wissen zwar nicht, wie eine Gesellschaft und Kirche ohne Rassismus aussehen können, aber wir haben eine Vision, der wir gemeinsam als Lernende näher kommen können. Etwas greifbarer wird das an dem Bild vom Leib Christi aus dem 1. Korintherbrief 12. Es ist das Bild von dem einen Leib mit vielen Gliedern, durch die wir gemeinsam eine Gemeinschaft bilden. Wenn wir uns als einen Körper verstehen, dann betrifft es den ganzen Körper, wenn ein Teil krank ist. Wenn wir eine Entzündung am Fuß haben, kann das Auswirkungen auf den kompletten Körper haben. Es wird am Fuß sichtbar, aber eigentlich sind alle Organe betroffen und kränkeln mit. Dieses Bild schützt uns außerdem vor Spaltung. Einen Körper kann ich nicht spalten und von wir hier und ihr dort sprechen. Es hilft uns als Kirche nicht, von den anderen zu sprechen. Jesus selbst ruft uns ebenfalls auf, alle eins zu sein. Es ist ein wiederholtes Anliegen, dass wir uns nicht spalten sollen. Das Körperbild überwindet diese Kategorien und ruft uns dazu auf, uns um die schwächeren Glieder zum Wohle des ganzen Körpers zu sorgen. Ist dieses Bild nicht großartig in Bezug auf Antirassismus? Rassismus ist ein Angriff auf die Einheit der Menschheit und als Leib sind wir untrennbar miteinander verbunden. Je länger ich mich mit Antirassismus beschäftige, umso mehr entdecke ich, wie viel in meinem Leben eigentlich von Unterdrückungsperspektiven geprägt ist. So auch mein ganz persönlicher Blick in die Bibel. Niemand von uns liest die Bibel als unbeschriebenes Blatt. Wir alle bringen unsere Perspektive mit beim Bibellesen. Als ich an einem Kurs teilnehme, der von der United Church of Christ, UCC, entwickelt wurde, haben wir eine Selbstinventur beim Bibellesen mit auf den Weg bekommen. Die UCC hat einen jahrelangen Weg der antirassistischen Arbeit zwischen weißen und schwarzen Menschen hinter sich und ist immer noch auf dem Weg. Natürlich kann man aus dem US-amerikanischen Kontext nicht alles eins zu eins auf den unseren übertragen, aber von ihren Gedanken und Wegen, eine antirassistische Kirche zu sein, habe ich viel gelernt.
du auch in dem UCC-Kurs heilsame Glaubensgespräche. Wenn wir uns mit Eurozentrismus in der Kirche beschäftigen, liegt es ja leider auf der Hand, dass mein Gottesbild auch dadurch so weiß und europäisch ist, weil mein Zugang durch Bibellesen, Predigen und Gottesdienstfeiern eben auch so geprägt ist. Ein Versuch des gemeinsamen Weges am Beispiel der Stiftung Himmelsfels. Trotz der unterschiedlichen Erfahrungen von weißen und schwarzen Menschen ist es möglich, gemeinsam auf dem Weg zu sein. Das erlebe ich an vielen Stellen, an meiner Arbeit und in meiner Gemeinde. Ein weiterer Ort, an dem Menschen gemeinsam auf dem Weg sind, ist der Himmelsfels. Seit über 15 Jahren kommen dort Menschen unterschiedlicher Konfessionen und Nationalitäten zusammen, leben und arbeiten gemeinsam, erleben eine besondere Gemeinschaft auf Freizeiten und reflektieren gleichzeitig die brutalen Auswirkungen von Rassismus. Ihre Erfahrungen haben sie im Juni 2020 in einem Statement zusammengefasst, das mich sehr berührt hat, weil es so ehrlich beschreibt, wie schwer es ist, als weiße Christinnen und Christinnen of Color unterwegs zu sein und das gleichzeitig Hoffnung erweckt. Hier sind ihre Worte für dich. Es gibt hier noch kein Paradies, noch keinen Ort ohne Rassismus. Wir bilden da keine Ausnahme. Wir befinden uns in einem langen Lern- und Befreiungsprozess, der täglich andauert. Einige von uns mussten lernen, ihre unverdienten Privilegien aufgrund der eigenen Herkunft oder Hautfarbe schonungslos in den Blick zu nehmen. Andere mussten beginnen, die alten und vergifteten Zuschreibungen der Geschichte hinter sich zu lassen. Ihr Selbstwertgefühl war lange genug davon zerstört worden. Wir haben alle gelernt, die eigenen Vorurteile nicht länger zu leugnen. Im Schutzraum unserer Gemeinschaft sehen wir sie aufmerksam an und decken sie auf. Auf langen gemeinsamen Wegen finden wir heute das Vertrauen, einander freizusetzen. Die Privilegierten unter uns beginnen, ihre Privilegien konsequent zu teilen. Das wahre Privileg ist unsere Gemeinschaft und das Leben, das Gott uns gibt. Wir verstehen uns immer noch häufig falsch, aber wir verzweifeln nicht mehr daran. Stattdessen nutzen wir solche Gelegenheiten, um einander noch näher zu kommen. Oft weinen wir, aber immer öfter lachen wir über unsere Vorurteile, denn von Tag zu Tag verlieren sie ihre Macht. Heute kommen wir einander mit Ehrerbietung zuvor und wir lieben die Vielfalt, doch wir üben die Einheit. Herr Hoffmann, auch die Frage an Sie, was war für Sie wichtig, was ist für Sie wichtig an dem Gelesenen? Ehrlich gesagt gab es so einen kleinen Zweischritt bei mir. Der erste war tatsächlich, ich habe ja das nicht nur den Absatz, sondern das Buch gelesen und dachte, das ist aber ganz schön fett aufgetragen. Und übertreibt sie nicht ein bisschen oder spitzt zu deutlich zu. Und dann ist mir bewusst geworden, dass genau dieser Perspektive eigentlich genau das Problem ist. Das war der zweite Schritt, dass mir deutlich geworden ist, wenn ich die Perspektive wechsle, genau auch, wie ich als Kind im Pfarrhaus groß geworden, die Bibel gelehrt, gelesen, die Bibelgeschichten erzählt bekommen habe. Dieser Perspektivwechsel ist so wertvoll und darüber bin ich dankbar. Und weil ich es vergessen habe, möchte ich auch noch Laura fragen. Was hat dich beeindruckt? Entschuldigung. Also beeindruckt oder vor allem sehr bewegt hat mich gleich der Anfang des Beitrags, den ich gelesen habe, aus dieser Perspektive der Mutter. Also ich habe auch zwei Kinder und ich kann die Themen um Mutterrolle, die Gesellschaft da so überlegt und Stereotypen sehr gut nachvollziehen und die kenne ich auch. Aber und fand das schon oder finde das immer noch super anstrengend genug, sich dagegen zu verteidigen zu müssen. Und die Vorstellung, dass da noch was obendrauf kommt, finde ich total erdrückend. Und meine Biografie ist eine andere als ihre, und aber trotzdem sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, wir hören diesen Menschen auch zu und wir müssen nicht alles nachvollziehen können, weil wir es nicht erleben können. Deswegen ist es so wichtig, die Geschichten auch von den Menschen selber zu hören und nicht nur über sie zu reden. Dankeschön, das war ein gutes Schlusswort für diesen Teil des Vorlesens. Herzlichen Dank Ihnen vier, dass Sie das mitgemacht haben.
herzlichen Dank auch Ihnen allen für das aufmerksame Zuhören. Vielleicht haben Sie ja Lust, das ganze Buch zu lesen. Wenn Sie Sarah Wetscherer erleben möchten, dann müssen Sie zum Deutschen Katholikentag nach Erfurt kommen. Da ist sie nämlich am 30. Mai und am 1. Juni mit einer Konzertlesung und mit zwei Workshops zu erleben. Und wir sind jetzt eingeladen, in den Austausch zu gehen, in kleinen Gruppen.